weiter geht's. So, hier ein bisschen Blut vor der Garage. Jetzt sieht man die Schwächen des Spiels. Seht ihr, wie hässlich das sich das Bild aufbaut, wenn es dunkel ist? Na, ein bisschen scheiße. Oh, dort ist es falsch. Oh, wir müssen hier lang. Ja, hoffen wir mal, dass es in einer. Ja, das ist schon nervig. Scheiße. Da habe ich mal wieder was hingekriegt. Egal. Müssen wir jetzt durch. Bevor wir gleich in die Schule reingehen, sollten wir nach einem Linienbus Ausschau halten. Der müsste hier gleich erscheinen, außer ich renne wieder 10 Minuten in die falsche Richtung. Das kann natürlich auch sein. Bin mir aber ziemlich sicher, dass jetzt der Bus gleich kommt. Ja, auf jeden Fall. Da ist er doch schon. So, da gehen wir jetzt erstmal rein. Da gibt es nämlich Munition, glaube ich, und ein. Oh, Alter! Ist doch gut jetzt! Und ein Notizblock. So. Ich würde sowieso sagen, dass. Oh, hier ruckelt es aber der bei 11 Frames pro Sekunde. Ich würde sowieso sagen, das geilste am Silent Hill ist die Musik. Da werdet ihr mir bestimmt recht geben. Weil die trägt einen ungeheuren Teil zur Atmosphäre bei, so zwei Heildrinks und ein Notizblock, das in der Schule aber auch noch reingibt. Scheiß auf den. Hunde wieder am Knurren. Oh, okay, das war ein bisschen zu weit. Oh, das sieht auch gut aus. In der heißgeliebten Schule. Wo mein letzter Walkthrough aufgehört hat. Fällt mir gerade ein. So, hier liegt die Karte. Müsste eigentlich hier irgendwo. Da. Alles klar. Die Schule ist noch schön klein. Im Gegensatz zum Krankenhaus. Das ist schon fast riesig im Vergleich. Links, rechts. Ich glaube erst hier rein. Ins Krankenzimmer. Und hier haben wir mal wieder Heilgegenstände. First Aid. Health Drink. Und ja, das war's schon. So, jetzt benutzen wir mal den Speicherblock hier. Nee. Noch 7 Minuten. Lange Zeit. So. 16 Minutes Playtime. Keine Ahnung. Das hinkommt. So. Jetzt gucken wir mal. Oh, falsch. Warte mal, ist hier offen? Nö. Achso, ja, ich glaube, wir müssen sowieso. Hier ist, glaube ich, keine Tür offen. Ja. Ja, außer die hier. Die ist offen. Hier gibt es Hinweise für manches Rätsel. So, was steht hier denn schön? It's written in blood. 12 Uhr. A place with songs and sound. The silver guidepost is untapped in lost tongues. Awakening at the ordained order. Ja, also da so viel Englisch reicht auch nicht. Das wird wohl irgendwas heißen mit. Ja, es geht um die Silbermedaille auf jeden Fall. 10 Uhr. Alchemielabor. Gold in der Faust des alten Mannes. Nee, oder so ähnlich. Nee. Was heißt Palm? Ich weiß es nicht. Weil Fist heißt ja Faust. Die Zukunft ist in seinen Händen und dann, keine Ahnung, scheiß drauf. Es geht darum, dass wir uns die Medaille mit Hilfe einer Chemikalie holen müssen. Ja, was für ein Rätsel ist das? 5 Uhr. Darkness brings the choking heat. Flames render the silence, awakening the hungry beast. Open time's door to beckon prey. Ganz toll. Das ist sehr poetisch. Achso, Quatsch. Wir wollten ja noch hier rein. Wo übrigens ein sehr schönes Bild hängt. Ich wünschte, ich hätte davon so ein Ölgemälde hier.
Dann am besten auch noch in der Größe. Denn das Motiv finde ich ist sehr geil. A picture of a door. I don't know who drew it, but it's certainly in a bad taste. Ja, für dich vielleicht. So. Lag hier noch Munition oder Heals? Oder ja, Munition. Her damit. So. Dann müssen wir einmal den Schulhof überqueren. Hier läuft übrigens auch schöne Psychomusik. Und die kleinen Dinger mit Messern wieder, die den Blowjob des Todes verpassen können. So, das Ding ist abgeschlossen. Ja, dafür brauchen wir die zwei Medaillen. 10 Uhr. Ja. Die Zeit sagt einem immer, was für ein Rätsel man machen soll. Verpiss dich. So, hier haben wir ein Klingeln, aber es ist kein Monster. Es ist ein kleines, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Lurker? Creeper? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Wuff! Ja, das sind irgendwie, ich weiß nicht. Na, das ist weg. The door is jammed. Ist klar. Gut. Ich hasse die! Genau deswegen! Oh! Oh! Mache ich so die Taschen aber aus. Okay, zu. Verbiss dich! Lass mich ran! Lass mich ran, auch zu! Ha, wieder! So, das kennt ihr ja noch aus dem letzten Walkthrough, wie ich mich bei den Dingern aufgeregt habe. Habe ich überhaupt bis dahin die Walkthrough gemacht? Ich weiß gar nicht. Let's look here. Oh, it's abgeschlossen. Jammed. Locked. Jammed heißt verbarrikadiert oder so. Oder vor links dort. Was ist das? Tür zu. Jawohl. Oh mein Gott. Oh Gott, ich drücke mal auf irgendwelche. Scheiß drauf, das Ding muss dran glauben. Bam, Junge. Und warum das alles? Hier liegt ja nicht mal was. Ich dachte, hier liegt irgendwie Munition oder so. Nö. Natürlich nicht. Vielleicht hier gegenüber. Oder nebenan, besser gesagt. Gegenüber. Einmal heulen, bitte. Ist hier nicht normalerweise... Kommt es hier nicht? Vielleicht kommt es ja gleich. Nö. Hat keine Lust heute zu flennen, so. So, was ist das? Yay, it's unlocked. Yay, we are cool. Und jetzt sind wir wieder hier. Und das bringt uns gar nichts. Hä? Achso, das ist beides abgeschlossen. Okay, dann können wir nach oben. Dann können wir nach oben. Noch 2 Minuten. Dann muss ich einmal bitte pausieren und dann muss ich auf den nächsten Part warten. Ich weiß, das nervt, aber es geht halt nicht anders. Ich werde mich bei allen die Dinger alle schnell hochzumachen. Alles klar? Yay, offener Klassenraum. Oh mein Gott. Klasse, die. Liegt hier irgendwo was? Munition oder so? So, gleich weiter an den nächsten. Oh, herrlich. Keine Monster. Irgendwo lag doch noch Muni oder sowas. Dachte ich jedenfalls. Klingelingelingeling. So, da waren wir drin. Oh, Mist, da oben. Da oben müssen wir hin. Ich glaube, die Tür hier ist nämlich auch dicht. Schon? Okay, jetzt nicht mehr. Hier ist nämlich das Geheule drin. Oder, ne? Klingt übrigens so, als wenn jemand am Telefon irgendwie. Das ist so komisch, so stumpf, so abgehackt. Ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So. Nee, ne? 2?
Die kill ich noch und dann ruhig auf Pause. Jawohl, hier liegt wenigstens Munition. Wenn auch nur eine Dose. Nehmen und einmal den Walkthrough pausieren. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Bis beim nächsten Part oder bis zum nächsten Part? Bis zum nächsten Part, oder? Ich weiß es nicht.